What, the filming? Yeah. Okay. If we're allowed, well, he wants to give us a stand. Yeah. And I said, you can choose now, because this is pointless. Mm. Either you fucking throw us out, or you give us the opportunity to carry on doing what we're doing, but this is wasting my time. And he said he will go to his friends. And I mean, it's a compromise, so, yeah. Kompromissstand. Oder ja, Missstand. Egal, ob sie jetzt vergast, geschreddert, geknüppelt oder gebolzenschusst werden. Es geht nicht darum, wie sie und wie gut sie gelebt haben, sondern dass sie Objekte sind. Und du hast jetzt die Möglichkeit nach diesem Gespräch, und ich weiß, es ist harsch, dass wir dich so vor diese Entscheidung stellen, aber es ist die Wahrheit. Entweder du sagst, die Tiere sind weiterhin deine Sklaven, deine Objekte, oder du sagst, sie sind hier mit mir, so wie meine Mitmenschen. Sie müssen nicht als Produktionsstätten dienen. Entweder du bist vegan oder du bist brutal. Schau das Video wirklich an auf dieser Seite. Alles Liebe. Seid ihr schon vegan? Warum nicht? Mal schauen. Ich finde das cool, dass ihr offen seid, prinzipiell, aber weißt du, was in deinem Namen passiert, wenn du nicht vegan bist? Ja, bin ich schon wieder, aber ich weiß nicht, ob ich nicht verstanden. Aber das heißt einfach nur, dass du es noch nicht verstanden hast, weil versetz dich doch mal in die Lage von den Tieren am Schlachthof. Ja, ich sehe. Hättest du das gern, dass mir das mit dir passiert? Nein. Genau, aber wieso, selbst wenn du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, dann bist du Psychopath. Wenn du in deinem Gewissen vereinbaren kannst, dass jetzt gerade fühlenden Personen am Schlachthof ein Messer in die Kehle gestochen wird, ist das etwas, was du wirklich mit deinem Gewissen vereinbaren kannst? Nein, ja, aber Jeffrey Dahmer war auch cool damit, dass er Menschen ermordet hat. Das sagt ja nichts über deine Charakterstärke aus. Nein, du machst literally genau das mit Kindern, mit Tierkindern. Das ist voll schlimm von dir. Schlimm. Er kann das mit seinem Gewissen vereinbaren. Ja. Sind Haferflocken teuer? Das ist eine Lüge, dass vegan teurer ist, oder? Das weißt du doch. Nein, also ich meine damit, vegane Produkte sind teurer als... Ja. Was denn zum Beispiel? Was esse ich denn, was so teuer ist? Ich kann es nicht erklären, aber... Ah, dann weißt du es also eh nicht. Das heißt, du sagst es einfach nur. Nein, ich habe es im Supermarkt gegessen. Okay, aber zum Beispiel in der Früh, was isst du denn? Was? Was ist Eier, das? Eier, okay. Eier sind wahrscheinlich sogar teurer als mein Frühstück, als ich einfach Haferflocken mit Sojamilch und Obst. Das kriegst du auch in Müsli mit Sojamilch. Das ist doch nicht teuer. Wenn du eh nicht weißt, wie viel kosten denn Eier, weißt du das? Wie viel kostet Tofu, weißt du das? Nein. Aber dann kannst du nicht sagen, dass es teuer ist. Ich hab's gesehen. Ach komm, was heißt, wenn du es nicht weißt, dann hast du es nicht gesehen. Dann hast du keine Ahnung. Das heißt, du lügst. Ja. Sagen wir jetzt mal, das kostet alles gleich viel, theoretisch gesehen. Was es auch tut, sagen wir jetzt mal. Ist das dann okay, was in deinem Namen mit den Tieren passiert, für Eier zum Beispiel? Nein, eigentlich nicht. Okay, aber wenn das falsch ist, würdest du dann gerne mit den Tieren Platz tauschen? Aber Fleisch Nein. schmeckt halt. Also wir sind am Geschmack. Findest du, Geschmack ist ein guter Grund? Du kennst meine Videos und du kommst mit Geschmack? Ja, ich meine damit Menschen, also... Also wir sind jetzt am Geschmack. Ich frage dich, ist Geschmack jetzt wirklich der Grund, den du mir hier bringen möchtest? Nein, eigentlich Nein. nicht. Nein, ist ein bisschen peinlich, oder? Geschmack. Ja. Es schmeckt. Wie gesagt, einmal noch, Geschmack. Ist das wirklich der Grund, über den wir uns jetzt unterhalten wollen, als Rechtfertigung? Ja. Nein. Also du weißt, dass es keine Rechtfertigung ist, Geschmack. Ja. Und man kann ja auch leckere Sachen essen, die vegan sind. Ja? Ja? Okay, und was ist dein nächstes Argument oder Rechtfertigung, noch nicht vegan zu sein? Das war's eigentlich, danke. Ich gebe dir eine Karte mit, okay? Weil wenn du nicht verstehst, wie schlimm das ist, und ich glaube, du nimmst das einfach noch nicht so ganz ernst, dann kannst du natürlich nicht verstehen, okay? Da ist ein Video drauf, das heißt, warum vegan dauert nur 8 Minuten, okay? Okay. Was? Wenn du das möchtest? Ja, ich möchte. Okay, aber das Ding ist ganz ehrlich jetzt. Geschmack? Nein, gell? Kosten, informier dich, ja? Nicht teuer. In der Früh Haferflocken, Sojamilch, Obst, gesund, Frühstück, keine Tierversklavt. Zum Mittag Nudeln mit Gemüse, mit Tofu, kostet nicht viel. Es kostet nicht mehr als Eier. Und am Abend magst du gern wahrscheinlich Potato Wedges, veganer Burger, fertig. Und es kostet nicht mehr als normal, okay? Schau dir das Video an und schreib mir gern. Ciao. Danke. Schrecken, wir filmen alle Konversationen, aber wir posten es nicht, wenn ihr das nicht wollt. Ja, passt. Okay. Okay, passt. Und seid ihr alle schon vegan? Yes. Ja. Ja, sehr schön, das freut mich. Auf jeden Fall. Könnt ihr euch vorstellen, hier gibt es auch Nicht-Veganer. Wirklich? Ja. Ja. Hoffentlich werden sie dann vegan. Ja, genau. Ich bin inspiriert. Ich finde es voll cool, dass
dass ich trotzdem hingehe. Ja, auf jeden Fall. Seid ihr schon aktiv? Aktiv? Also ich bin halt immer so bei Nicht-Veganern, redet man halt immer drüber, aber immer nicht. Das ist auch schon Aktivismus, ja. Und vor allem, wenn man halt sagt, wirklich sich da nicht einschüchtern lässt, weil am Anfang war ich auch so, ja, ich bin nicht so eine Nazi-Veganerin, kauf, was du willst. Und jetzt würde ich halt sagen, ey, eigentlich mag ich dich, aber was du hier tust, ist falsch. Das ist auch schon Aktivismus, wenn du einfach die Wahrheit sagst. Und deswegen bitte ich euch auch immer, obwohl ihr schon vegan seid, bitte tragt diese Botschaft mit der Vehemenz raus, die es halt ist. Es ist nicht okay, rassistisch zu sein, es ist nicht okay, sexistisch zu sein, auch nicht speziesistisch. Und das ist das, was wir für die Tiere adäquat vermitteln sollten. Viele fühlen sich halt gleich beleidigt, wenn man angegriffen wird. Aber das ist nicht unbedingt schlecht. Genau, das zu Recht, weil wir sind alle nur vegan geworden, weil wir uns von uns selbst beleidigt gefühlt haben. Weil wir waren so, Raffaello, bist ein Arschloch, du musst jetzt vegan werden. Ja. Und bevor wir diesen Punkt nicht erreichen, und da muss es irgendeinen Auslöser geben, würden wir nicht vegan werden. Weil wenn ich dir nur den Kopf streichen, dir veganes Tiramisu vorsetze, sagst du, lecker schmecker, aber denkst halt nicht weiter drüber nach. Ja. Genau. Im Endeffekt, so hart das klingt, wir wollen das auslösen bei den Leuten. Das versuche ich auch bei meinem Aktivismus zu polarisieren. Weil irgendwann stehst du vor der Entscheidung, bist du vegan oder bist du brutal zu Tieren. Und das müsst ihr auch im Umfeld vermitteln. Es geht bei Gerechtigkeit, bei Diskriminierung gibt es kein Grau. Einfach nicht. Ja. Keine Grauzone. Ja. Ich glaube, das Problem ist, viele, wenn sich angesprochen fühlen, fahren sie direkt diese Barrikade hoch und lehnen es komplett. Also sie hören dir auch gar nicht mehr richtig zu. Ja, aber irgendwann realisieren sie es dann. Weil ich bin auch auf diese Weise vegan geworden. Das ist jemand zu mir richtig so eingetreten. Und ich glaube, wenn du drüber nachdenkst, bist du vielleicht irgendwie, okay, du hast mal Umweltargumente und Gesundheitsargumente, die wissen wir alle, das hängt aber nicht mit Veganismus zusammen. Das haben die alle schon gehört. Die meisten Leute hier und jetzt, die haben den ganzen Soft-Aktivismus schon abbekommen. Diese Arbeit wurde vorgeleistet. Ja. Das heißt, sie wissen, es gibt eigentlich keine Rechtfertigung mehr, weil irgendwer muss ihnen noch so blöd, das klingt auch nur auf die Füße treten. Und das könnt ihr auch einfach, da müsst ihr nicht hingehen und ein Megafon nehmen, wenn ihr sagen, was machst du da? Schau dir mit mir den Film Dominion Earthlings an. Ja. So. Und das Schöne ist, ihr müsst doch nicht die Bösen sein. Ich gebe euch einfach mal die Karte mit. Da ist ein Video drauf, das habe ich gemacht für Leute, die ich nicht mehr in einem Gespräch nehmen kann. Das ist praktisch ein Outreach in 8 Minuten. Das erklärt Veganismus ohne Umwelt, ohne Gesundheit, einfach nur als Gerechtigkeitsbewegung. Ich gebe euch das einfach mal mit. Super, das promote ich auch immer bei all meinen TikToks. Und wir haben auch wirklich täglich Leute, die schreiben, ich bin wegen diesen Videos auf dieser Seite. Das sind nur kurze Videos, keine Dokus. Und muss ich nicht Dominion anschauen. Das schaut sich keiner an. Schaut sich keiner ganz an. Das schaffen wir nicht mal wir. Ja. Und deswegen einfach das Herzeig selbst anschauen, weil das dann einfach die Ethik dann nochmal erklärt. Und falls ihr Lust habt, mal mit mir oder uns auf der Straße zu stehen, wir sind morgen von 11.30 Uhr bis 13 Uhr bei der Pestsäule mit unseren typischen Schilder und Bildschirme. Es kommt der Standard und filmt für TikTok und fürs Fernsehen, falls ihr darauf Lust habt. Deswegen umso mehr Leute kommen, umso medienpräsenter ist das natürlich. Ihr könnt eure eigenen Plakate mitnehmen, wenn ihr wollt, aber dann muss es abolitionistisch sein, also kein ich esse nichts, was pupst oder Schweine sind rosa Hunde, sondern halt wirklich so Tierrechte muss sein, Tiere brauchen Menschenrechte, irgendwas, versteht ihr den Unterschied? Ja, ja, so. Ja, ja, nicht ja, ja. ganz fürs Klima, sondern halt, das sind Personen. Aha. Wir haben auch genug Plakate an sich. Also falls ihr Lust habt, ich freue mich riesig. Ansonsten... Leider. 9 bis 12? Von 11.30 Uhr bis 13 Uhr. Okay. Ich poste aber nochmal auf Instagram. Okay. Poste ich das nochmal. Okay, das ist super. Wir haben uns schon gedacht, dass wir hier sitzen. Ja, natürlich. Ja, aber ich muss sagen, ist nicht meine Veranstaltung. Ich komme da echt nur her, um solche Gespräche zu führen und um mehr Leute zum Aktivismus zu bringen. Aber nicht, weil ich den Konsumveganismus unterstütze. Ja, ist mir egal. Also, es ist mir nicht egal, aber ich finde hier einfach, es ist falsch, was hier vermittelt wird im Endeffekt. Mhm. Es ist zu wenig, sagen wir es mal so. Genau. Weil ich bin mit 14, 15 oft durch die Vegan Mania, kennst du die, gegangen? Mhm. Das ist halt sowas, aber halt ohne Eintritt und du kannst halt alles Mögliche probieren in der Wiener Innenstadt im Sommer manchmal. Und weißt du, da habe ich mir so Buttons geholt mit so süßen Tierchen und veganen Döner gegessen. Ah, cool, cool, cool. Und da hat mir keiner gesagt, was Veganismus ist. Ich dachte halt, ja, das ist teurer Ersatzproduktkram für die Umwelt. So, da gehst du durch und das ist das, was du nachher abbekommen hast. Und das sagt dir keiner, nicht vegan sein ist nicht okay. Und das möchte ich einfach, dass wir das als neue Generation Veganer und Veganerinnen vermitteln. Es geht nicht schneller voran sonst. Aha. Ja. Ich glaube aber unsere Generation, also wir sind 2002 geboren. Ich glaube, gibt es noch gar nicht. Ist viel besser, also viel aktiver in dem Bereich. Ja. Aber auch durch die ganze Black Lives Matter oder so. Und wir trauen uns auf die Straße, was zu sagen. Genau. Und solche Revolutionen, die gehen halt meistens wirklich von der Jugend oder von den Unterdrückten halt selbst aus. Aber nachdem sich ein Schwein oder eine Kuh keinen Protest organisieren kann, müssen wir das halt machen. Und die würden halt nicht sagen, ja, koch mal den Leuten anders vor, das passt schon, gib ihnen Zeit. Ein Scheiß, was gib ihnen Zeit? Jede Sekunde passiert das in den Namen von euren Bekannten, euren Freunden.
was ihr nicht und wogegen ihr kämpft. Und da müssen wir einfach adäquate Sprache wählen, Worte wie Mord, Sklaverei, Vergewaltigung, gegebenenfalls sogar Holocaust in den Mund nehmen, um die Dringlichkeit der Situation zu vermitteln, weil es ist nichts anderes. Und wir sollten es nicht weichwaschen, nur weil es Tiere sind, weil das ist literally Speziesismus. Ich habe eine Frage, lebt deine Familie vegan? Nein. Und ich habe ihnen das am Anfang sanft beigebracht. Ich war so 5 Jahre so flexi-vegan, war nicht vegan. Dann hat es bei mir Klick gemacht und ab dem Moment war ich halt so, okay, ich gebe euch diese Bücher, ich habe diesen Holocaust vielleicht gelesen, ich habe ein Buch dazu gelesen, was, oh mein Gott, fuck, ist das schlimm. Und seitdem gab es für mich da kein Zurück mehr und habe denen das auch vermittelt, aber auch trotzdem immer noch anfangs softer, weil ich ja, aber meine Mutter war so, ah, du warst ja nie so radikal, jetzt bist du so radikal, nervst uns alles. So, ja, weil ich das verstanden habe. Und dann irgendwann einmal hat sie mir im Gespräch gesagt, wenn du nicht aufhörst, über Veganismus zu sprechen, gehe ich mir einen Burger holen. Und dann war ich so, Mama, ich habe intelligentere TikTok-Kommentare. Ciao. Also von der eigenen Mutter sowas zu hören. Und sie nennt eine Sektentreiberin und Leiterin und was auch immer. Extremistin, militant heiße ich nur, weil sie mich militant genannt hat. Also danke, Mama. Aber ja, ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie irgendwann mal sagt, okay, du hast recht, komm. Lass uns auf den veganen Burger gehen. Ja, ich glaube, jüngere Leute zu überzeugen ist viel einfacher als wenn ich auch an meine Großeltern und so denke, die. Ja, wobei ich hatte auch gerade neulich so ein Video mit einer älteren Dame. Okay. Und ihr Sohn hat ihr dann meine Videos gezeigt und sie war so, oh mein Gott, was habe ich getan? Und hat diesen Fehler erkannt und von ihrem Sohn gelernt. Aber das Schwierigste, was du einem Menschen verlangen kannst, ist, einen Fehler zuzugeben. Diesen Fehler von dem Kind zu verstehen und dann auch noch dem Kind gegenüber zuzugeben, was man dem angetan hat. Genau. Also das ist ja, in dem Fall, ich verstehe, dass meine Mutter, dass ich kann, dass viele Eltern das nicht können, weil das das Schwierigste ist im Leben. Aber das ist halt trotzdem das Mindeste, was wir erwarten können, so hart es klingt. Und das ist halt leider dann eine blöde Situation, kann man sagen. So. Ja. Das sind das Zugeben. Ja, okay, viel Erfolg dir dann. Dankeschön. Ja. Und falls ihr, wie gesagt, dazukommen wollt, noch öfters, ich bin alle 3-4 Wochen wahrscheinlich in Wien, kannst mir jederzeit schreiben, wann die nächsten Aktivismus-Sachen sind. Ich poste manchmal in meiner Story, manchmal nicht, weil sonst zu viele werden. Okay. Genau. Seid laut, seid aktiv, schaut das an, teilt das. Und dürfte ich dieses Video online teilen oder soll ich euch verpixeln? Nein, also... Nee, gerne. Darf ich? Wir haben nichts gesagt, dass irgendwie, wofür wir uns jetzt scheren müssen. Nein, absolut nicht. Na okay, super. Dann viel Spaß hier noch und schönen veganen Nachmittag. Danke. Danke. Danke, ciao. Tschüss. Wenn es auf der Instagram-Seite, sie postet immer wieder ihre Bewegungen, die aus ethischen Gründen sind. Ja, und da finde ich schon, dass du... Aktivismus heißt nicht, dass man wo mit einem Megafon reinrappen muss, sondern einfach nur, dass man mit den Leuten und auch ganz klar sagt, hey, was du machst, das ist gemein zu Tieren und das würdet ihr niemals einfach die Wahrheit sagen, das ist das Aktivismus. Das machst du definitiv, ja, also finde ich richtig cool. Alles gut. Weil du gesagt hast, manche Leute wissen es ja echt nicht, obwohl sie halt ständig sowas posten, allein kommentieren, teilen. Die ganzen Posts, da geht es immer nur um Tieren eigentlich. Voll schön, ja, danke schön. Wir sind, falls ihr Lust auf klassischen Aktivismus habt, morgen von 11.30 Uhr bis 13 Uhr bei der Pestsäule mit Schildern und Bildschirmen, falls ihr Lust und Zeit habt. Dass man sich immer dranhängt. Genau, und wir haben, morgen kommt auch der Standard vorbei und filmt bei uns. Also das wäre eine große Sache und da hätten wir auch Lust, dass möglichst viele Leute das natürlich auch kommen. 11.30 Uhr und 13 Uhr. 13 Uhr. Ja. Okay, super. Also ihr müsst nichts mitbringen oder sowas, wir haben Schilder, wir haben Bildschirme, ja? Hätte ich schon, hast du Freundinnen oder Freunde, die nicht vegan sind? Nein. Also wenn ich jemanden neu kennenlerne, wenn zum Beispiel jemand herkommt und sagt, ich will ein Foto, ich kenne dich, ich habe das mal gesehen, fand ich lustig, haha, und der ist noch nicht vegan, dann würde ich mit dem ein Gespräch führen. Und ich sage ganz ehrlich, ich könnte mit dieser Person nicht befreundet sein, wenn sie nach so einem Gespräch, wo alle Argumente durchgegangen sind, egal wie ruhig und rational das war, wenn die dann weggeht und sagt, nö, ist mir egal, ich werde jetzt weiterhin das machen, was du eigentlich, wo du dagegen kämpfst. Das ist ja keine Basis für eine Freundschaft. Außerdem würde ich ja auch nicht mit jemandem befreundet sein wollen, der Hunde anzündet, der Frauen diskriminiert, der Schwarze schlägt. Das heißt, du hast vorhin gesagt, du bist jetzt 2 Jahre so aktiv. Ja? Das heißt, vor 2 Jahren war bei dir plötzlich dieses Umdenken da. Ja, definitiv. Und dann hast du damit begonnen, eben auch andere quasi aufzuklären und zu inspirieren. Ja. Das heißt, du hast ja natürlich vor diesen 2 Jahren auch ein Umfeld gehabt, eben wo nicht Veganer dabei sind, oder hauptsächlich nicht Veganer. Genau.
Weil das ist so, wir diskutieren sehr oft ja darüber, wie wir mit Freunden, Bekannten, die nicht Veganer sind, es fällt uns immer schwerer, Kontakt mit ihnen zu haben. Das ist jetzt auch gerade, finde ich, ein Zeitalter, wo man plötzlich sagt, so... Du musst dich entscheiden. Richtig, genau. Und dieses, man mag auch nicht mehr so tun, als wäre nichts. Ja. Nein, das passt nicht, schon. Ja. Runterschlucken, wenn man sich selbst auch die ganze Zeit kastriert. Nein, so ist es. Das ist keine Freundschaft. Genau, so ist es. Und das ist etwas, wo jetzt alles rauskommt. Ja. Und da reden wir oft drüber. Wie verhältst du dich? Ja? Weil wir haben gar keinen Bock mehr, uns zu unterhalten. Und so dieses, ja, ich weiß ja, wie es ist, aber es schmeckt. Stört es dich eh nicht, wenn ich das jetzt bestelle? Oder so, ganz ehrlich, ich habe das die ersten paar Wochen, nachdem es bei mir Klick gemacht hat, und die 5 Jahre davor, wo ich so flexi-vegan war, immer gemacht. Und ich habe sogar so Sachen gesagt wie, ja, ich bin ja nicht die Nazi-Veganerin. So was habe ich gesagt. So, das stört mich nicht. Nein, passt schon. Und da habe ich es einfach nicht verstanden gehabt. Und ab dem Moment, wo ich es verstanden habe, ich hatte Freundinnen, die waren sehr feministisch. Und die haben sich immer damit auseinandergesetzt, mit so Moraltheorie und Feminismus. Und dann habe ich halt, Leute, was macht ihr mit den Kühen? Das ist nicht Feminismus. Die haben dann solche Romane von inhaltslosen Ausreden geschrieben, wie sehr sie sich schon damit auseinandergesetzt hätten. Und im Endeffekt haben sie einfach nur noch eine Ausrede gesucht, dass ich jetzt die böse Radikale bin. Während sie die feministischen Ikonen feiern, die irgendwo Fensterscheiben einschlagen. Und ganz ehrlich, mit solchen Leuten führt man dann zweimal ein Gespräch. Von mir aus bei der Familie sagt man, okay, aus sentimentalen Gründen probieren wir es noch einmal, ein letztes Mal. So, diesen Zeitraum würde ich niemandem auf der Straße gönnen. Ich habe das gemacht über ein halbes Jahr lang. Und irgendwann einmal gibst du den Leuten dann auch noch ein Buch, wenn, zu irgendeinem Thema, wo, es ging um den Holocaust-Vergleich, wo man dann gesagt hat, das können Sie nicht sagen. Ich so, nimm dieses Buch, lies es. Und die hat mir das nach 3 Monaten ungelesen, ungeöffnet zurückgegeben. Das lese ich nicht, weil der Titel schon so schlimm ist. So war ich so, okay, dann kam sie mir mit Religion mit einem, nein! Leute wollen es bequem haben. Ja, natürlich. Sie etwas wissen. Ja. Ja. Natürlich haben sie einen Gewissenskonflikt. Ja, ja, das ist nicht schön. Und das belastet ja einen, das wollen sie nicht, weil es ist leichter zu leben, wenn man nicht viel weiß. Ja. Ja. Das ist eh klar. Denn du hast ja auch, ich habe dann auch einen Post gesehen, dass deine Mama, deine Eltern ja auch Fleisch essen. Ja. Das ist für dich auch sehr schwierig. Sicher, also ich habe das dann, wie gesagt, einfach, ich so, Mama, ich komme nicht mehr hin zu euch nach Hause, wenn ihr immer noch Tierprodukte konsumiert. Das ist auch nicht versteht, ja. Gar nicht. Und sie hat gesagt, ich bin einfach, das lässt sie sich jetzt nicht vorschreiben. Ich schreibe anderen Leuten vor, wie sie zu essen haben. Sie hat sich so wenig damit auseinandergesetzt, dass so eine Aussage noch fällt. Und dann hat sie mich noch eingeladen zu ihrer Hochzeit und dann dachte ich halt so, okay, da gehe ich halt noch hin. Wir hatten 3 Monate keinen Kontakt mehr. Und dann hatten wir halt das Essen danach bei ihnen zu Hause und ich habe ihnen von Anfang an gesagt, ich sitze nicht mehr am Tisch, wenn da Tierprodukte gegessen werden. Und dann waren da halt Fischbrötchen und Milchaufstriche und sonst was. Und ich war so, ich setze mich jetzt daneben am Boden, habe mit den Hunden gespielt, während die gegessen haben. Nein! Und du verstehst, kannst du es ja eigentlich gar nicht machen. Nein. Weil wenn du jedes Mal akzeptierst und sagst, ja, ich meine, es stimmt schon, der Mensch ist anscheinend dann nicht so weit, ja. Aber was für uns sehr schwierig ist, es ist auch sehr schwierig für uns, etwas zu sehen, was uns extrem belastet. Ja. Und wir müssen es auch runterschlucken. Ja? Das Schöne ist, ihr müsst es nicht. So ihr müsst halt wirklich nicht. Und weil die anderen nicht so weit sind. Ja. Ja, aber ich muss mich dann entscheiden, diese Freundschaft aufzugeben. Ich mache euch keinen Vorwurf, wenn ich kenne viele vegane Aktivisten sogar, die noch mit ihrer Familie Weihnachten verbringen, obwohl die Tierprodukte essen. Ja. Man muss das dann halt abwägen. Gibt dir diese Freundschaft sonst so viel Energie, dass du sagst, ich blende das aus und benutze dann meine Kraft halt im Aktivismus. Ich brauche das, meine Familie. Ich war nie so familienbezogen. Das war für mich kein wirklicher Wert, weil ich sage, nur weil ich mit dir verwandt bin, schulde ich dir nichts und du hast mich trotzdem respektvoll zu behandeln. Und wenn du eine toxische Person bist, dann gehe ich. Egal, ob du jetzt meine Mutter oder mein Vater oder sonst was bist. Und das muss man dann halt individuell entscheiden. Was mir halt wichtig wäre, was ich auch hoffe, dass ihr versteht, ist, dass ihr niemals klein beigebt. Also man kann ja mit jemandem befreundet sein, wobei das für mich keine Definition von Freundschaft ist, aber das müsst ihr wiederum individuell entscheiden und trotzdem sagen, was du tust in diesen Belangen ist falsch. Es ist es tut mir weh, es tut den Tieren weh. Und das auch dann nicht sagen, nee, das passt schon, weil du bist mein Bruder. Das müsst ihr nicht. Es gibt kein einziges Argument, Fleisch zu essen. Das gibt es nicht. Generell, ja, nicht vegan zu sein. Es gibt dafür keine Rechtfertigung, das kann man auch so kommunizieren. Und ja, man macht sich damit unbeliebt. Aber wie gesagt, seit ich vegan und vor allem aktivistisch bin, habe ich eine ganz neue Definition von Freundschaft. Ich würde sagen, ich habe jetzt vielleicht 2 Freunde, Freundinnen. Sonst habe ich vielleicht gute Bekannte, aber das... Die Definition von treuen Freundschaft, die wir als Gesellschaft haben, ist falsch. Und die meisten Leute, sobald es eben um schwierige Themen geht, ist denen plötzlich egal. Und das ist ja immer so. Das
das Thema zeigt halt, wie sehr du wirklich mit jemandem befreundet bist. Und die Beziehung mit meiner Familie war vorher schon schlecht. Und das war dann nicht der ausschlaggebende Moment, sondern einfach nur so der Kipppunkt, wo ich gesagt habe, okay, das musst du halt abwägen. Trotzdem, ich gebe euch noch eine Karte mit, das könnt ihr noch nicht VeganerInnen zeigen. Hast du gerade eine Karte? Warte, sonst habe ich vielleicht hier was. Also, wenn ihr einfach es leid seid zu diskutieren, nämlich diese Seite erstellen, genau, super. Und das sind einfach kurze Videos drauf, vor allem das allererste, das heißt, warum vegan? Und das erklärt die ganze Thematik nochmal in 8 Minuten. Das ist natürlich super. Ja. Und es ist halt wirklich ein Outreach auf kurz, weil da kommt keine Umwelt vor, keine Gesundheit, es ist kein spirituelles Gaga, sondern einfach nur logisch, hey, das ist es, hör auf. Und das gebe ich halt einfach mal mit. Und dass wir einfach hinter dieser Botschaft stehen, nicht vegan, so wie wir Rassismus nicht tolerieren würden. Okay? Genau, auf dieser Seite. Es sind ein paar kurze Videos und die erklären meinen Aktivismus vollkommen. Okay? Ich danke euch. Ja, wir verfolgen dich und wie gesagt, du sprichst mir von der Seele. Ja, wie gesagt, wenn ihr morgen kommt, ich freue mich total. 11:30 bis 13 Uhr und am Abend haben wir auch noch irgendein Event. Ihr könnt mir immer eine E-Mail schreiben, die lese ich auf Instagram. Häufig übersehe ich Sachen, weil das sind so viele Idioten. Ja. Und wir haben das gefilmt. Dürften wir das posten oder wäre euch das nicht so recht? Dürfen wir? Ja. Dankeschön. Ja. Super. Danke sehr. Weil es ist auch wichtig, dass wir nicht nur doofe Gespräche zeigen, sondern auch manchmal so, hey, so ist es, das sind unsere Struggles. Und absolut. Also ich habe da kein Problem. Dankeschön. Ja. Wollten die nicht mehr mit mir reden? Ich habe ganz perfekt studiert. Ja, war gut. Voll gut. War voll süß, die Kleine. Ich glaube, die beiden gerade so trauen sich noch nicht. Okay. Wir sind nicht böse. Wir schauen nur so aus. Hallo. Ja, gerne. Ja, wie ihr wollt. Wir können auch jemanden von diesen netten Menschen hier ein Handy in die Hand drücken. Pascal, könntest du ein Foto machen und dich mal nützlich machen? Nein, Spaß. Sehr cool. Seid ihr schon vegan? Ja, wir hatten eine Frage, wo kaufst du deine veganen Sachen? Wir wollten halt was gerne wissen, weil wir wissen halt nicht, was du für vegane Sachen hast. Voll in Ordnung. Also Essen kaufe ich im ganz normalen Supermarkt. Da gehe ich halt einfach am Fleisch und Milch vorbei und versuche mich nicht dran zu denken, wie schrecklich das ist. Und kaufe halt, ich esse vollwertig rein pflanzlich. Das heißt, ich esse praktisch diese ganzen Ersatzprodukte hier nicht. Und ich finde teilweise sogar, die können sehr verwirrend sein, wenn es um die Botschaft geht, worum es beim Veganismus geht. Wenn es geht nicht um, dass es genauso schmeckt oder Chemie, keine Ahnung was. Deswegen, Marleen, könntest du dich ganz kurz kümmern, bitte? Ja. Ja, danke schön. Hallo. Und da kaufe ich ganz normal einen Supermarkt ein. Und kleidungstechnisch achte ich halt einfach, wenn ich was kaufe drauf, das ist einfach aus Baumwolle, aus synthetischen Sachen, aus veganen Materialien. Es gibt veganes Leder zum Beispiel hier alles. Aber ich kann euch da jetzt nicht, ich versuche zu helfen, aber ich bin da super simpel. Also die Sachen kriege ich meistens geschenkt, Kleidung, oder ich kaufe Secondhand. Die Hose habe ich mir neulich gekauft, sondern habe ich einfach geschaut, ob da Tierprodukte in den Materialien drin ist. Das sind vegane Schuhe, die habe ich online auch gefunden. Aber ich kann euch da nicht so drei Sachen nennen. Tut mir leid. Dankeschön. Wollt ihr noch Sticker oder Buttons oder sowas? Ja, bitteschön. Wären die klein? Speziesismus? Wisst ihr schon, was Speziesismus ist? Was ist das denn? Sorry, weil mir ist das total wichtig, dass das Leute verstehen. Speziesismus ist halt sowas wie Rassismus, weil Rassismus ist ja gegen die Menschen. Das ist halt gegen die Tiere, dass man halt die Tiere. Das ist halt genau die Schlachtung. Das ist so, wie es halt bei den Menschen ist. Perfekt, das ist verstanden. Nur weil ich habe das 5 Jahre lang nicht verstanden und war nur so vegan. Aber wenn man das nicht versteht, dann ist man meiner Meinung nach nicht wirklich, dann hat man das moralisch nicht verstanden. Genau, das haben wir. Wir haben unsere Mini-Buttons und große Buttons und mehr haben wir noch nicht, weil das ist ein spontaner Stand. Bitte schön und bis bald und schönes veganes Leben. Tschüss. Bis bald.